So, willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal und ich habe uns auch ein bisschen was vorbereitet. Ich habe zum Beispiel die Storage Frames gemacht, dass wir das ein bisschen einlagern können. Also ich habe das ganze Holz verarbeitet, was wir noch hatten und so weiter und so fort. Und ich möchte heute mit euch Tinkers anfangen. So, für Tinkers brauchen wir natürlich ein paar Materialien. Ich meine, die Pattern ist nicht das Problem, das haben wir alles da. Das war auch der Grund, warum ich alles verarbeitet habe schon. Aber ich möchte eigentlich auch gleich die Bricks machen. So, für die Bricks brauchen wir Sand, Clay und Gravel. Gravel haben wir. Clay haben wir noch ein wenig. Das könnte erstmal reichen für den Start. Bin etwas kleinere Schmiede, aber eigentlich würde ich ganz gerne schon eine richtige Schmiede bauen und nicht erst so ein kleines Schisschen da, auf Deutsch gesagt. Wie gesagt, Gravel haben wir mehrere. Ich würde sagen, Clay haben wir hier noch 4 Stück. Die können wir auch nochmal verarbeiten. Sand haben wir ein bisschen. Eigentlich können wir. Kriege ich das eigentlich wieder zurück? Gecraftet? Ja, kriegen wir. Nummer 16. Ich würde sagen, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Bisschen Sand nehmen wir nochmal mit. Was wir da rauskriegen. Wie gesagt, ich schmeiß das Teil hier schon mal an. Was will er hier? Der hat ja schon Pfeil und Bogen. Ist ja nicht ganz dicht. Macht ja ab. Wir gucken mal, wie viel wir rauskriegen hier. Bauen mal die Saw ab. Die packen wir erstmal hier rein. Wo ist es da? Also? Hier haben wir ja auch nochmal ein bisschen Clay. Ah genau, die Bankstörung und zwar hier daneben. So, dann nehmen wir das Gerät. Packen es da drauf. So, Sand, Clay und Körbel. Dann lassen wir das mal nebenbei. Das droppt ja eigentlich oben raus. 5 Minuten haben wir Zeit, ob das funktioniert. Und ich würde sagen, wir gehen uns mal die Blank Pattern an. Ich muss hier echt noch eine zweite Achse hochbauen. Definitiv. Wenn ich die Saw dran lassen kann. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das? Wenn wir jetzt hier einfach von dem weggehen und da daneben nochmal machen, beziehungsweise hier hin, müsste eigentlich funktionieren. Eigentlich. Ich glaube, ich brauche nochmal eine Achse. Ganz kurz. Da haben wir sie. Achso, dafür brauchen wir wieder die Hempoker. Das war ja auch wieder was. Wobei das ist ja nicht unbedingt so wild. So wild war das ja gar nicht. Wir bräuchten aber nur eine Hempoker. Planks. Die und die dann nochmal zerschnitten. Ja, ich würde sagen. Ich sammle mal die Materialien zusammen. Wie gesagt, ich muss die Saw nochmal aufbauen. Oh, das sieht auch nice aus. Sammle die Materialien zusammen und ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir die Materialien haben. Bis gleich. So, wir haben jetzt einiges an Crane gemacht. Wir warten jetzt nur drauf, dass die Bricks fertig werden und in der Zwischenzeit fangen wir schon mal an mit den Tablen. Und zwar brauchen wir jetzt allererstes den Crafting Table. Ich würde sagen, wir bauen noch den direkt ab, weil ich finde die anderen einfach geiler. So, ich hoffe, das funktioniert so, wie es immer funktioniert. Funktioniert sehr schön. Sehr schön. Und ich würde sagen, wir bauen uns auch gleich noch ein paar mehr. Ich habe jetzt hier kein Holz, doch hier habe ich noch Mulberry. Nee, das will ich nicht nehmen. Ich muss noch schnell ein bisschen Holz holen. Ja, wie ihr seht, ich habe das nochmal umgebaut ein bisschen. Also funktionieren jetzt beide Maschinen. Hab hier unten einfach nochmal was dran gebaut. Ich werde überlegen, ob ich hier auch alle drei dran mache. Und wir müssen unbedingt mal hier das Haus bauen. Weil einfach nur eine
eine Plattform. Das ist natürlich auch nicht so schön. Aber ich baue mir jetzt erstmal zwei Stück am besten gleich. Und zwar will ich hier einen mit hinstellen. Und ich möchte hier drüben, wo wir die Schmiede bauen, habe ich hier aufgehoben. Ich dachte, wir machen das so ein bisschen hier, ja, ich sag mal so leicht in den Berg rein. Hier oben machen wir dann noch ein Dach drüber. Eventuell hier daneben noch ein Haus. Oder wir machen es halt einfach nur komplett überdacht. Ich weiß es noch nicht genau. Auf alle Fälle machen wir hier jetzt erstmal den Tischchen. Part Maker als nächstes. Party Maker. Crafting Station 9. Sensing Tab. Part Maker. Da ist der Part Builder. Part Builder hieß der, glaube ich, ne? So, also, ach so, genau. Jetzt brauchen wir so die Plank Pattern. Genau, dafür, das habe ich noch nicht vorbereitet. Ah, ich wollte das eigentlich alles fertig machen. Aber da gut, die haben wir ja noch Ruck. Ich sehe mal, dass man schnell klappt. So ein bisschen. Also ein paar haben. Das sollte uns, glaube ich, schon reichen. Ich zeige euch dann auch nochmal was Schönes, was ich eben gefunden habe. Ach ne, wir brauchen ja noch Bark. Uiuiui. Mal gucken, was nehmen wir für Bark. Von den Oakwood haben wir am meisten. Ja, wir bauen uns einfach mal gucken, wie wir hier rauskriegen. Oh, das soll reichen. 20 Stück erstmal, ja. Das soll erstmal reichen. So, Partbilder haben wir. Partbilder jetzt aber. Haha, jetzt haben wir kein normales Holz mehr, ne? Ja, habe ich vorne noch was? Ich habe, glaube ich, vorne noch was. Ja, meine Laufwege werden jetzt ein bisschen länger. Das ist ja teilweise auch so gewollt. Was heißt gewollt? Also ich laufe eigentlich ungern länger, aber ich finde es schöner, wenn wir einzelne Häuser bauen, wie Gerberei, unsere Küche, ja, dann hier die Schmiede. Ich finde es einfach schöner. Das war natürlich der Verkehrte. Warum war das der Verkehrte? Achso, wir müssen Dancing Table und Partner. Ah, okay. Das Dancing Table, da machen wir den auch gleich mal noch. Da haben wir ihn. Ah, sehr schön. Und dann haben wir es komplett freigeschalten. Und dann noch die Tool Station. Genau, die Tool Station. Aha, dann brauchen wir nochmal ein Crafting. Ja. Normalen, glaube ich. Oder geht das damit? Ja, geht damit. Sehr schön. Ich muss mir das, glaube ich, dann nochmal sortieren. So, hier ist halt dann, wo wir die Tools machen. Genau. Setting Table ist der zum Stanzen. Und hier machen wir den. Ich lasse es erstmal so stehen. Wie gesagt, eigentlich ist es ja egal, weil wir können ja hier überall drauf zugreifen. Ich lasse es erstmal so. Den Sensing Table machen wir natürlich klar. Erstmal die Parts rein. Und dann war es das schon wieder. Okay. Hier geht's gar nicht weiter. Ich wollte uns eigentlich den Ofen bauen. Das ist natürlich schlecht. Located to the circle in the swamp biome. Diese Tweets. Nur die Talisman. Uiuiuiuiui. Und Betweenlands. Das ist das gleiche wie hier. Okay. Aber das Betweenlands haben wir noch gar nicht. Oh, eine Ratte. Ja, eine kleine Ratte. Betweenlands, das haben wir doch noch gar nicht. Das eine war doch, genau, das war die Dingsdimension, die Hantel und Benef. Oh, da fehlt uns die Betweenlands noch. Warte mal, wird das gerade mal geschrieben? Bet wie. Oh,
gemacht, muss es ja auch einen Porter geben. Und wie Swamp Dirt Portal Frame. Ja, aber doch Portal Frame. Kann man nicht bauen? Kann man nicht bauen? Okay, das können wir alle nicht bauen. Nicht gut. Aber wir gucken mal Portal. Ah, ja. Diese Dings. Gut, das ist doch wieder verrückt. Ach, nee, das ärgert mich da jetzt schon wieder hier. Das ärgert mich. Ja, Minecraft Paywall. Billing Second. Das ist schon wieder. Okay, damit wir es wieder schlau machen. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt mal noch schnell Paywall. Dann haben wir das noch abgeschlossen. Swampy und Käse to eat, then use a Talisman. Swamp Talisman. On the place setting to create a large portal. Aha, hier müssen wir ein Portal. Ah, halt, nochmal. To eat serving a swamp biome. Okay. Und ein Talisman. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Das ist ein Talisman. Und so viele Sachen gibt's ja hier nicht. Sind das so was Amulett? Dann brauchen wir ein Talisman. Ein Talisman. Ring, Ring. Ring, ja. Gut, dann muss ich mir das mal genauer angucken. Voodoo. Uiuiui, was ist denn hier alles gibt? Oh, hier gibt's halt neue Waffen. Na ja, gut. So viel Damage machen die aber jetzt auch nicht. Na ja, so viel Damage machen die jetzt auch nicht. Ich dachte, das ist ein bisschen ordentlicher, aber naja, gut. Gut. Dann machen wir halt heute in der Folge, müssen wir leider mit Tinkers aufhören, wir machen uns Paper. Paper müsste eigentlich, hoffe ich, oh nee, auch nicht normal, okay. Cool. So, das, aha. Oh, noch mehr Clue. Da muss ich mir echt noch was einfallen lassen, wie ich noch mehr Clue herkriege, weil, ja, das Leder möchte ich eigentlich nicht dafür verwenden. Und die Köpfe, die waren natürlich nice. Dann kriegen wir hier draußen nicht nochmal Bony? Nee, kriegen wir nicht, schade. Ein Kompass können wir uns bauen, eine Bone-Schaufel können wir uns bauen, oder? Ja, die Dinger brauchen wir dann eigentlich nicht. Ist nicht für was. Basic Tools, ne? Legged Bone Point. Ach doch, da draus kriegen wir doch. Okay, also wenn ihr rein theoretische Köpfe für den Clou am allerbesten. Gut, aber ich würde sagen, Sawdust haben wir ja massig. Oh, ist schon noch dunkel. Oje. Kann mal schlafen gehen hier. Also ansonsten jetzt die Folge wäre ansonsten jetzt ein bisschen zu kurz, muss ich sagen. Also machen wir so noch ein paar Achievements. Nein. Einmal 64 reichen. Halt, was brauchte ich noch? Jetzt bin ich noch was gebrochen. Achso, genau, den Bornclou. Spidey, was machst du da? Boah, die sehen so eklig aus, die Spider-Mans. Was haben wir hier? Humanite. Was war denn Humanite? Iron.
Oh, ist ja geil. Ach genau, das ist das, was ich euch ja zeigen wollte. Und zwar, warte mal, ganz kurz was essen. Was essen wir jetzt? Normal müssen wir Quellen essen, aber wir essen jetzt mal schnell Früchte. Und zwar habe ich eben hier die Höhen mit ausgeleuchtet so ein bisschen. Hier war nichts so Interessantes, aber hier, genau, das ist nämlich das, was ich unten gesehen habe. Da haben wir nämlich schon, das ist nämlich, glaube ich, auch Hämanite. Und was ich eigentlich zeigen wollte, sind die komischen Viecher hier. Die schießen nämlich auf mich. Die haben eben vorhin auf mich geschossen. Keine Ahnung. Ich will jetzt hier nicht runtergehen, aber wir haben auf alle Fälle schon mal Iron hier direkt auch vor Ort. Was auch genial ist. Und das ist eigentlich das, was ich euch zeigen wollte. Und hier geht's auch noch weiter. Oh, hier will ich auch noch mal eine Fackel hinstellen. Ich habe keine Lust, dass hier so viele Monster dann spawnen und oben rauskommen. Das möchte ich nämlich vermeiden. Weil ich möchte die Höhleneingänge schon lassen und hier mit unserer Schmiede. Ich denke mal, das wirkt dann schon ein bisschen identischer. Mal gucken, was bei dir ist mit runtergekommen. Zack, zack, erledigt. So, wir machen uns jetzt aber mal schnell ein paar Paver. Zumindest einen machen wir uns. Wir craften den aber. Wir machen den nicht in der Wanne. Wir craften uns den also so, das Wasser und damit haben wir drei Stück. Die hängen wir auf zum Trocknen. Daraus kriegen wir direkt den Paver. So, damit hätten wir ein Paper. Das lassen wir erstmal noch außen vor. Fläse und Fläse Entwickler. Wollen wir mal gucken. Das kriegen wir doch bestimmt auch noch einer. Wohl wird das geschrieben. Ne? Ach, ich und mein Englisch schon merken. Uli. 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 Genau. So, wie machen wir das? Block of Wicker. Wicker. Okay. 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 Oh, ist das Strong? Oh, wie ist das? Okay, wir müssen es kräften. Block of Wicker, da gut, das kriegen wir hin. Oh, vier Stück. Das kriegt man hin. Und die habe ich natürlich alle verbraten. Ne? Ah, da habe ich nichts draus gemacht. Strings. Gut, aber wir brauchen erstmal vier Stück davon. Eins, zwei, drei, vier. Ja, alle wieder raus. Und rein. So, damit haben wir den Block auf Wicker. Und ich würde sagen, wir gehen mal schnell ein paar Schafe töten. Ein paar haben wir ja hier noch. Eigentlich. Ach, wo hier hinten? Hallo, Schäfchens. Ich glaube, die muss ich mir auch langsam mal holen. Malachita. Also, Erz haben wir ja hier echt gehen. Mehr als genug. Mehr als genug. Aber ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Das hier drüben ist ja so ein Biom. Wenn ihr euch noch entsinnen könnt, wo wir diese komischen großen Viecher da in dieser Höhle da gejagt haben, oder die uns, besser gesagt, war ja so ein Totem aufgebaut. Und da kamen so Viecher gespawnt, die so teleportiert sind. Und das könnten die sein, die wir benötigen. Oh, ich glaube, ich muss mir echt Schafe züchten. Langsam gehen mir die Schafe hier aus. Da haben wir was. Ich glaube, ich werde mir echt mal zwei nach Hause zerren. Wie viel haben wir hier? Instant ein nur. Oh, das ist natürlich nicht viel. Ja, ich werde mir mal echt zwei Schafe nach Hause holen. Und die mal ein bisschen vermehren. Aber nicht jetzt. Das mache ich hier offline oder im Stream. Mal gucken. Hier haben wir zwei, vier Stück brauchen wir.
wenn ich dann einmal noch mit nach Hause bin, also Zeug nach Hause holen, werde ich mir auch gleich mal 2 Kühe noch holen, weil ich gehe mal stark davon aus, die werden wir auch brauchen. So, damit haben wir 4 Stück und damit können wir uns die Wolle kräften. Sehr nice. Und dann sollten wir doch eigentlich, wenn das Rezept nicht verändert wurde, uns bald ein richtiges Bett machen. Und nicht dieses komische Strohbett, weil so langsam stachelt das Ding so im Rücken. So, das habe ich. Sehr schön. Klaas, Quelle, das Smeltery. Oh, Klaas, das Smeltery. Guck mal, Sand hat man doch noch, ne? Ja, Sand haben wir noch. Das testen wir doch mal instant. Wir machen das mal hier drüben. Haben wir nämlich noch eins abgeschlossen. Okay, das dauert ein bisschen länger. Ja. Das war weg. Wo ist es denn? Da ist es Kann ich das eigentlich ausrüsten? Ja, das kann ich auch nehmen. Aha, das geht aber nicht so. Schade. Hätte ja klappen können. Oh, das ist sehr schön. Da kann man nämlich endlich auch Glas machen. Das ist so nice. Können wir endlich zumachen. Hier piept man es. Black. Gut, geht klar. Aber wir müssen auch unbedingt mal ein paar Erze sammeln. Also wie ihr seht, wir haben nicht mehr viel. Gerade Kupfer haben wir nicht mehr viel, aber wir haben ja jetzt auch Iron. Mit Iron können wir uns ja auch wesentlich bessere, ach schon, ne? Werkzeuge machen. Und vor allen Dingen, wir müssen in das Bikini-Land, weil ich brauche Tingos. Appeal to East and use the Talisman of Peace Secret. Use the Talisman. Was passiert, wenn ich Talisman eingebe? Alles. Okay. Swamp Talisman. Life Crystal. Life Crystal. Okay. Ui. Swamp Talisman Peace, ne? Nee. Moos, Cave Moos, Moos. Druid, Alter. Davon haben wir doch schon Zeug. Jetzt wollen wir ganz kurz gucken. Weil eventuell kriegt man das doch noch hin. Ah, wir haben auch nur 2 Teile. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz so mein Inventar ein bisschen aufräumen. Und dann gehen wir mal schauen. Iron Cluster, das lege ich drüben in die Sand, legen wir auch noch hier rein. Stone auch noch hier. Bones, hier oben, Federn. Ah, das muss ich wieder weglegen, sonst suche ich es noch mehr. Die Stickies machen wir in Sawdust auch hier rein. Das was will ich hier rein? Ach, genau, Iron Cluster wollte ich hier reinlegen. Und aber, ah, genau, wir probieren das jetzt mal mit den Glasen. 2 Blocks. Das probieren wir jetzt so schnell. Essen wir mal was. 94. So, dann essen wir noch ein Brot. Dann haben wir nämlich alles rein theoretisch fast auf über 90%. Sehr schön, und aber Glas. Auch fertig. Nein, das brauche ich. Meins. Ja, damit. Das ist doch geil. Oh, wir kriegen ja sogar Gold. Oh, und Lapis. Oh, da freue ich mich schon drauf, wenn wir die Tinkers-Schmiede haben. Damit haben wir auch anständiges Werkzeug. So, die Wolle legen wir hier rein, das legen wir hier rein.
Das Fleisch hier drüben, holen uns mal Brot. Küche, da. Fleisch liegt hier drüben. Brot haben wir hier. Ich esse das jetzt einfach mal einmal. Wie sieht es dann aus? 86. Das ist leider noch zu wenig. Gut, ich gehe jetzt mal schnell schlafen. Dann gucken wir mal schnell, ob wir die anderen zwei Teile noch bekommen. Ja, die nehme ich mit. Die zwei Teile waren hier oben. Da ist noch ein Fies, da ist noch ein Fies. Und mehr haben wir leider nicht, ne? Schippo, nee, mehr hat man noch nicht. Ich lege das, nein, nicht da rein. Das lege ich mal hier hoch. Das lege ich hier hin. Und ich würde sagen, wir rennen mal darüber schnell. Weil da war ja dieses komische Ding. Und da hatten wir, glaube ich, die hergekriegt. Dann brauchen wir noch zwei Teile. Und dann, ja, dann müssen wir die zusammenkräften irgendwie. Na, lass mich raus hier. Sumpf mag ich überhaupt nicht so. Nicht ganz so meins. So, hoch hier. Hopp, hopp. Da drüben, das meinte ich. Das Gerät meinte ich. Und da stand ja was in der Mitte. Kann ich da drauf zugreifen? Ich gehe mal ganz kurz hin und guck mal hier ganz kurz. Ja. Ah, da kann ich auch gerade drauf zugreifen. Geil. So, jetzt müssen wir warten, bis ein Kurve kommt hier. Nee, das letzte Mal kam die so schnell. Also lasse ich erstmal nicht drin. Da ist er drin. Hey, mach mir sowas mit mir. Aua. Damit haben wir drei Teile, jetzt fehlt uns noch ein Teil. Da ist noch einer. Nein, du sollst mich doch nicht hochheben. Und dann haben wir den letzten Teil. Und passiert hier was? Ja, hier passiert was. Cool. Schnell was essen. Gib mir. Ja. Bin schnell wieder weg hier. Oh, nachher. Das war ja doch einfacher, wie ich dachte. Na gut, dass das nicht so lange her ist, wo ich da die Dinger getroppt habe. Aber ich wusste nicht, dass nämlich noch so ein etwa. Ist das geil. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz lesen, was wir machen müssen. Wir müssen mit den Dingen irgendwie ein Portal machen. Weiß ich noch nicht genau wie. Oh, ich finde die Boots so geil. Habe ich ja schon erwähnt. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Ne? Wenn nicht, jetzt habe ich es erwähnt. Die Boots sind einfach nur geil. So, die Frage ist halt, wo machen wir das? Also genau, ich muss es mal lesen. Das Zeppelin, Quete, Large Portal of the Bat-Fiesel. Large Portal, okay. Large Portal hört sich ziemlich groß an. Und ich will ja eigentlich die Portale hier so in der Ecke haben. Also würde ich sagen, wir bauen hier mal die Bäume ab. Large Portal. Ich habe echt Angst, Large, wenn die hier schon schreiben, Large. Wobei, mehr wie 3x3 wird das nicht sein, oder? Ich weiß es echt nicht.
Wie gesagt, ich kenne diesen Mod überhaupt nicht. So, gehen wir hier nochmal hoch. Aber wir bauen das mal schnell ab, weil ich will das jetzt noch sehen, wie das aussieht. Wir müssen mal aufpassen, dass wir die Setzlinge alle aufheben. Ach komm, jetzt machen wir auch noch weg. Wir müssen einen neuen Platz holen, weil jetzt haben wir schon das dritte Portal hier. Und die Bäume versperren uns langsam die Sicht zu unseren Portalen. So langsam. Also bauen wir uns hier noch. Ja, wir machen sie alle weg. Komm. Wir bauen sie dann woanders auf. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich alles Setzlinge kriege hier. Ich sehe keine rumliegen. Ich meine, die drei da unten stören mich jetzt nicht. Aber die hier machen wir noch weg, die direkt davor stehen. Hoffentlich hält unsere Axt durch. Und hier nochmal hoch. Zack. Ja, das sollte, ja gut, jetzt wird es doch ein paar Minuten noch länger, aber das will ich jetzt noch fertig machen. Ich will das echt unbedingt sehen, wie das aussieht. Das Portal. Und ich denke mal, ihr seid auch gespannt. Also machen wir das jetzt. Schuss auf die 2 Minuten da. Dann dauert es jetzt 2 Minuten länger. Aber wir haben das Portal fertig. Damit haben wir ja uns schon wieder ganz, ganz neue Welten geöffnet. Um genau zu sein, Greenland. So, da haben wir noch Setzlinge liegen. Ja, den Einzelnen machen wir auch gleich noch weg. Der kommt auch weg. Das ist aber noch ein großer. Naja, gut. Das ist also schön an den Boots. Wir kommen überall damit hin. Zumindest leichter. Wie sonst, wie ich früher hier hochbauen und das war ja. Also ich möchte die Schuhe nicht missen, muss ich ehrlich sagen. So, und wir haben ja auch einen Setzling. Ich würde sagen, wir packen erstmal unsere Pferde weg. Weil ich weiß echt nicht, was passiert. Weil meine Angst ist, dass das echt jetzt ein riesen großer Baum wird oder sowas, weil wir müssen das hier mit den Setzlingen machen. Und ich habe echt keine Ahnung, was hier passiert gleich. Den Baum wäre schön, wenn der ganz bleibt. Ich denke mal, wenn wir hier hingehen, es sollte reichen. Wir machen den Swamp mal hier runter. Setzen den Setzling und machen. Was? Der ist noch in der Space von. Was? Nicht genug Platz oder was? Okay, jetzt habe ich richtig Angst, wie groß das Ding wird. Oder war das einfach nur, weil wir auf einer anderen Ebene waren? Wir setzen den mal hier hin. Wow! Wow! Hallo? Sind wir jetzt schon in dem Portal? Nee, wir sind noch da. What the fuck is that? Alter, Mann. Was ist das? Das ist doch nicht normal. Aber auch richtig geil auf der einen Seite. Oh, da fallen mir doch sofort Ideen ein. Der Baum muss doch weg hier. Das habe ich gerade so beschlossen. Alter, sieht das geil aus. Oh, und auch hier mit den Monumenten. Ornagramm und so. Ist das geil. Also, lieber Oakbaum, es tut mir leid, du sahst wunderschön aus, aber du musst auch noch schwinden. Und ich glaube, das wird unser neuer Portalraum hier. Ich werde
Ich denke mal, das sind drei, vier gleiche, oder? Ja, ich gehe schon von aus, dass es vier gleiche Portale sind. Beide werde ich nämlich. Funktioniert das? So, das kriege ich hier nicht rein. Schade. Das ist zwei breit. Das ist nur eins breit. Ah, schade. Aber ich muss es in die Mitte setzen. So. Na, ich weiß es noch nicht. Ach, das ist schade. Oder ich setze es hier davor irgendwie. Ja, mal gucken. Da lasse ich mir auf alle Fälle was einfallen. Wie gesagt, das finde ich richtig geil. Das gefällt mir richtig. Warum können die Portale nicht eigentlich immer so schön aussehen? Das ist so mal richtig nice gemacht. Haben wir eigentlich das Schiefern gekriegt? Nein, haben wir nicht. Ach nee, wir müssen noch brocken. Na gut, komm her. Wir brocken jetzt noch schnell dahin. Einfach reinschneiden, oder? Sneaken? Nein. Rechtsklick. Ui. Und da sind wir in einem Portal. Das nehmen wir jetzt noch schnell mit. Also so viel Zeit muss jetzt noch sein. Das muss noch sein. Na, geht, geht nicht. Geht. Ja. Da haben wir ja richtig viel. Was ist denn das alles? Was haben wir hier? Keine Ahnung, was das ist. Aber wir sammeln es einfach mal ab. So, und dann gehen wir mal raus. Wow. Das ist ja mal geil. Was ist jetzt? Wieso kriege ich so Schaden? Ich habe doch gar nichts gemacht. Leckt das noch? Ich glaube, ich gehe mal wieder raus hier erstmal. Wie gesagt, ich habe damit was dran. Das ist einfach reinschauen. Wir testen mal. Einfach reinschauen, nichts machen. Einfach reinschauen. Also wie im Nevo-Portal. Gut. Schon mal gut zu wissen. Aber ich muss sagen, das Portal gefällt mir richtig. Also das sieht echt richtig nice aus. Haben wir Journey Map freigeschaltet? Weil seht ihr das hier? Nee, haben wir nicht. Ja. Nee, geht nicht. Da waren nämlich unsere Tote. Auf jeden Fall finde ich das total geil. Das gefällt mir. Die Gitarre schauen wir uns an. Das gefällt mir richtig, muss ich ehrlich sagen. Das finde ich mal richtig nice. Bin echt ein bisschen geflasht von dem Baum hier. Also, ich finde das einfach nur geil. Da fällt mir dazu einfach nicht ein. Ich bin irgendwo auch ein bisschen sprachlos. Mir fällt kein ordentliches Wort dafür ein. Außer, ich finde es genial. Geil, genial. Total gehypt davon. Zieht euch doch mal den Baum rein. Alter Falter, ist das geil. Gut, das kann ich jetzt, glaube ich, noch eine halbe Stunde weiter sagen, muss ich ehrlich sagen. Weil ich bin absolut geflasht von dem Ding. Das gefällt mir richtig. Gut, aber in diesem Sinne, erstmal danke fürs Zuschauen. Ja. Lasst Kommentare da für Verbesserungsvorschläge, Änderungen oder was ihr sehen wollt. Und wie gesagt, auch in den anderen Videos schon erwähnt, ich suche noch ein, zwei Leute, die hier mitspielen möchten mit mir. Es wird sich so belaufen auf eine Stunde am Tag ungefähr, wenn überhaupt, oder alle 2 Tage mal gucken. Ich weiß ja nicht genau, das kann man ja dann alles abquatschen, wie wir es machen. Ja, schreibt mich per PN an in YouTube oder über Twitch. Links findet ihr ja in der Beschreibung. Und in diesem Sinne sage ich, ciao und wir sehen uns.